Fresh clip. Da gibt's einen Weg. Das wäre der etwas tödlichere Weg. Dann sollte ich mal... Kann ich hier rausdackeln? Warte mal ganz kurz. Ja, ich könnte rausdackeln. Okay, dann geh mal dahin. Oh ja, bleib da stehen. Genau da. Getting ready for incoming opponents. Ach, da kommen auch wieder welche. Okay. Genau, lass die Vollidioten da stehen. Und das Beste, was ich jetzt machen kann, wäre einfach eine Granate hier irgendwie hinwerfen. Dazu müsste ich ein bisschen näher kommen. Glaube ich, hier müsste ich dann stehen. Einfach eine Granate hier hinwerfen. Alles macht Bumm, alle tot, alle sind happy. Happy New Year. Happy, ja. Happy New Year. God damn it. Frohes Neues. Ist vielleicht ein bisschen blöd dann sein wegen denen da hinten, aber whatever. Wird schon schief gehen. Wait, du hast Overwatch? Oh, du hast Overwatch. Ja. Okay, das geht leider auch nicht. Shit. Wenn ich da jetzt hingehe, werde ich gesehen und angeschossen. Das ist... Au, guck mal an! Ich brauche gar nicht hingehen. Wie geil. Ja, dann hier. Frohes Neues. Happy New Year. Hoffentlich habt ihr euch nicht allzu viel, sehr was vorgenommen. Oh, hier habe ich den perfekten Schutz und das, obwohl das ein Regal ist. Okay. Almost daring his opponents to come his way. Granaten sind ein bisschen sehr stark hier in dem Game, finde ich. Ach so, da kommt jetzt erst einer raus, ich Idiot, verdammt, ich hätte gehen sollen. Okay, wo gehe ich am besten hin? Ich glaube nicht unbedingt in diese Richtung, wenn da jetzt gerade so ein paar Hampelmänner rauskommen. Dann sollte ich am besten hier hingehen. Nicht gerade unbedingt safe, aber... Oh, du willst da durch... Warum willst du da durchdackeln? Okay, ich sollte wohl einen etwas sicheren Weg nehmen, dann gehe ich mal lieber da hin. Oh nö. And it's another switch. Do the challengers have time to hit their balls before this contraption floods the arena with acid? Super, danke. Ich habe da mehr Zeit bekommen. Das ist ja nett vom Game. Das ist ja echt nett vom Spiel. Das sollte niemanden jucken, wenn ich da... Ah, wobei, kann ich Körpertausch machen? Kann ich? Kann ich? Cool. Dann viel Spaß mit dem da, ne? Am besten bleibe ich mal mit denen hier in der Ecke zu beenden. Da habe ich wohl einige Punkte bekommen. Du wirst nicht... Ah, du könntest mich sehen, okay. Könntest mich eventuell sehen. Dann verstecke ich mich lieber da. Ich sehe gerade hier bei dem ganzen Gedönse hier scheinbar, scheint das Spiel auch wieder so ein bisschen
Framerate auf einmal in den Keller gehen zu lassen bei OBS, ne? Das Spiel hat irgendwie... Ne, nicht das Spiel. Das OBS scheint irgendwie rumzuzicken bei solchen Sachen hier. Keine Ahnung warum. Sehr merkwürdig. Frag mich, ob das bei anderen Spielen dieser Art auch so wäre. Ich glaube nicht. Ist, glaube ich, nur hier Bull. Wäre irgendwo guter Punkt, um gut irgendwo sicher zu sein? Da, ne? Zwar jetzt nicht unbedingt wirklich weiter entfernt, aber ey, besser als nix. War ja klar, dass der nicht wirklich näher rankommt. Das bringt nichts. Hoffentlich überlebst du. Wait, du hast den... Echt jetzt? Okay, du hast ihn nicht in Sichtweite. Ah, hier, das ist aber nur 22%. Oh. Das ist gar nichts. Ich glaube, wenn ich hier bleibe, dürfte ich relativ safe sein, oder? Gut, dann mache ich hier Overwatch für den Fall der Fälle. Und von hier aus, ja, keine Ahnung. Ich meine, Overwatch bringt nicht viel. Näher ranzukommen wäre, glaube ich, blöd. Overwatch geht nicht mal weit. Hm. Ich mach's einfach mal. Why not? In der nächsten Runde, jetzt könnte ich theoretisch... Hier? Nein, da, ne? Okay, da könnte ich stehen, ihn anschießen, in der Hoffnung, dass ich ihn jetzt auch vor allen Dingen treffe und viel Schaden verursache. Und mit dem anderen Charakter könnte ich den dann treffen, natürlich. Okay. 18. Oh, verdammt, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe die Waffe nicht gewechselt, ne? Von Tybalt. Der hatte doch die andere Waffe, wodurch er jetzt durch Titanlegierung kommen würde. Da hätte er jetzt extra Schaden gemacht, ganz vergessen. Na egal, was soll's. Ob ich da hingehen soll? Wäre auf jeden Fall eine höhere Chance. Na, machen wir mal. Kann sich nicht wegbewegen, super. Oh, really? Ja, dann musst du das jetzt hinhauen. Dann musst du das jetzt machen. Geht nicht anders. Okay, gut. Na, dann mach mal hier... Hallo? Warum kann ich Tybalt nicht steuern? Aus irgendeinem unerklärlichen Grund ist Tybalt nicht verwendbar. Ach so, okay. Ja, gut. Die Runde ist noch nicht beendet gewesen, deswegen. Okay. Drogen. What?
Ein Feind mit voller Gesundheit mit einem einzigen Angriff getötet. Ach so, das ist einfach der ganz normale... die ganz normale Herausforderung. Allerdings kriege ich nicht mehr, wenn das ein Gegner machen würde für mich. Huh. Schade. Ich dachte, das würde dann irgendwie mehr geben oder so. Oder zusätzliche Challenge-Punkte-Dingsbums sein. Weißt du? Aber scheinbar ist das wohl nicht so. Einfach nur, oh, Instant Kill, fertig. Well, that was something. And the crowd always appreciates it when contestants go out of their way to look for trouble. Okay, scheinbar habe ich wohl alle optionalen Sachen abgeschlossen. Super. Was machen die Drogen? Verwendet Regenerierung. Nett. Ja, mach mal dein... Wobei, nee, ich will lieber den Köder haben. Ich will lieber den Köder haben. Der Nahkampfschaden wäre vielleicht nicht so verkehrt, aber ja, der Nahkampfschaden ist gerade, glaube ich, etwas vernachlässigbar. Now that's a ring of fire, and it burns, burns, burns. Burn to a crisp. And she reaches the reward box. Looks like its contents didn't get burned. Analgetische Infusion. Was ist denn das jetzt für ein Ding? Jedes Mal muss ich da gucken, auf welche Taste ich da drücken muss. Oh, Lebenspunkte. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. So wenig wie der hat. Smell like a bonfire. Better than a charred corpse. Taking advantage of a well-placed station. Das war das, wo ich entkommen bin. Das war die Herausforderung, die ich gerade gemacht habe. Ah, da war ich noch gar nicht. Controls are busted. We'll have to find another way around. Na toll. Oh, Hinterhalt. Wäre toll, wenn das nicht so reingezoomt anfangen würde, sondern direkt komplett rausgezoomt oder so. Aber okay. Ist jetzt halt nur Präferenz jetzt in dem Fall. Okay. Könnte ich irgendwas direkt mit... Oh, ich könnte fast einen Dreierkill kriegen. Ein einziges Feld nur, ne? Ein einziges verdammtes Feld würde mir den Dreierkill geben. Wobei, was wäre, wenn ich mit... Was wäre, wenn ich versuchen würde, mit Tybal zum Beispiel jetzt irgendwo hier in die Ecke mich zu verkriechen, damit dann... Hoffentlich die runterkommen, irgendwo sich hier in dem Bereich verstecken. Und dann einfach mal eben mit einer Granate in die Luft gejagt werden. Ich meine, wäre eine Möglichkeit. Wobei, ich könnte mich auch da verstecken. Damit nicht beide auf beiden, ne? Okay, gehe ich mal lieber dahin. So, verstecken wir uns einfach mal hier für ein Weilchen. Machen keinen Dingsbums, kein Overwatch oder so. Und hoffentlich gehen die jetzt irgendwo dahin, damit ich sie alle... Okay, soviel zu dem Thema.
Das Beste wäre jetzt mit ihr dahin zu gehen. In der Hoffnung, dass der da jetzt nach dahin dackeln möchte, um ihn hier zu treffen. Was mir dann erlauben würde, alle zu killen. Mit einem Treffer. Vorausgesetzt, Hubert lebt. Ach, jetzt gehen sie dahin. Okay, ist auch gut. Nein. Das ist blöd. Okay, vielleicht ist das noch innerhalb der Range. Ich glaube aber nicht. Ach, das ist schon wieder ein Feld. Die wissen, was ich vorhabe. Die wissen scheinbar, was ich vorhabe. Menno. Ich kann mir nicht noch eine Runde, glaube ich, erlauben. Dann komm hier. Whatever. Du machst nicht so hohen Schaden. Leider. Oh, ich hätte dich aber instant killen können mit der anderen Waffe. Ja, verdammt. Ich hätte einen Nahkampfkill machen können. Egal. One less scum to deal with. And they both survived the ambush. Er hätte einen Nahkampfkill machen können, um extra Punkte zu kriegen. Ich hätte die andere Waffe haben können, um extra Punkte zu kriegen. Vielleicht sollte ich in der offenen Welt, ich zeichne das jetzt einfach mal als offene Welt, sollte ich da vielleicht mit Scarlet vielleicht lieber auf diese Waffe switchen, den Schaumzerstörer, weil die haben hier alle Kevlar-Rüstung an, ergo kriegen die nochmal 5 extra Schaden, was bedeuten würde, dass in den meisten Fällen die wahrscheinlich tot wären. Ja. Was willst du? Do you get money for each kill on the show? No, and I'm not in it for the money anyway. What? But I don't get it. What else is there? Rache. Hast du kein Leben? Abwarten und weitersehen. Aha. Ja, ich brauche Schönheit leider. Geld hält die Welt in Schwung. Oh, cool. This will be worth a fortune soon. Aha. Sicher. Garantiert. Vielleicht. Im nächsten Leben oder so. Crossing this area will require some teamwork. Looks like one of us will have to operate the switches. And the other is in for a bit of a spin. Looks like those fans aren't too rusty to move. Oh, ich benutze den Flügel als Brücke oder was? Okay. Ja. Verstehe. Ich dachte, ich muss unten irgendwie rum. Oh. Okay. Verstehe. Ich dachte, ich müsste unten irgendwo rumlaufen. That's one fan. How many more to go? Wait. Round and round they go. Okay. Oh, da geht's zu einer Kiste, okay. Oh, du wirst aber permanent aktiviert sein. Das ist ja. Oh, das ist ja. Ich hoffe, dass. Okay, du wirst dadurch gedreht. Okay.
Hoffentlich ist da toller Loot da drin. Ah, verdammt, das war zu früh. Das war zu früh. Frag-Granate Mark II. Okay, cool. Eine stärkere Granate und ordentlich Muni. Upsie. Mörder und Psychopathen können mir nichts anhaben, aber ein bisschen heißer Dampf, das ist das, was mich umbringen wird. Ah, verdammt. Huch, wo ist denn, hallo? Was ist denn jetzt passiert? Was ist da? Oh, cool, this will be worth a fortune soon. Bin scheinbar gerade irgendwie außerhalb vom Monitor gewesen. Crossing this area will require some teamwork. Looks like one of us will have to operate the switches. And the other is in for a bit of a spin. One fan, how many more to go? Man merkt da, wo Dampf, Nebel und so weiter ist, ne? Und das, obwohl ich das schon runtergeschaltet habe, da geht die Framerate ein bisschen irgendwie bei OBS zumindest halt irgendwie in den Keller. Keine Ahnung warum. Das merkt man besonders hier ganz gut jetzt. Manchmal da ist wieder ein. Okay, jetzt kann das auch einfach nur OBS in sein. Ah, ich kapiere OBS nicht. Ich kapiere OBS einfach nicht. Okay, diesmal dann denken, die Dinger sind nicht so schnell. Das war knapp. Und ich sollte scheinbar so ein bisschen eher mittiger von dem Flügel sein, damit scheinbar wohl ich nicht unbedingt da so reingeworfen werde vielleicht. Ah. Und viel besser. Okay. Ah, interessant, wenn du auf dem Flügel bist, während er sich gerade bewegt. Da kannst du scheinbar wohl nicht dich bewegen. Das so. And they're both on the other side. Can't say I'm a big fan of that puzzle. Tybalt. Sorry. Need you on that other switch. Could this be the exit Scarlet and Tybalt have been looking for? The door is locked, but it appears that it can be opened using those switches. Hmm, sounds too easy. Da liegen ein paar Frisbees rum. Kann hier mal jemand aufnehmen? Healing up. Sieht da drinnen so ein bisschen unordentlich aus. Dadurch, dass die ganzen Frisbees da auf dem Boden liegen. Mierda. Oh. You just had to jinx it, huh? Oh my! Avoiding those proximity mines just became a lot tougher. Okay, ein ganz klein wenig kann man sie sehen. Ist aber sehr, sehr schwierig. Oh, okay. Was heißt das, dass die da jetzt so sind? Heißt, ist das ein Timer oder ist es einfach nur, oh, hey, hey, du bist nah genug? Nicht noch näher kommen. Kann sein, dass das nur eine. Bisschen warnungsmäßig ist oder so. Oh Gott.
Ich habe jetzt schon keinen Plan, wo die sind. Vor mir ist eine, das kann ich gerade so noch sehen. Da ist ein weiterer Schalter. Just one more switch to go. Das ist jetzt gerade unfair, dass ich da nicht so hingucken kann. Hoffentlich wird das Licht gleich wieder eingeschaltet. Und ich kann dann ohne Probleme hier rumdackeln. Ich habe leider nicht aufgepasst, wo der Weg hier nach links abzweigt. Ich sehe da direkt rechts von mir eine. Manchmal kann man die so ein bisschen sehen, aber meistens nicht. Weil es einfach viel zu dunkel ist. Gut, ist ja Sinn der Sache hier gerade, ne? And they've done it. The door is open and behind it the final challenge of the night. Wieder einfach auf den Minen hier rumtrampelt, ne? Ist ja nicht so, als könnten die spontan einfach in die Luft gejagt werden oder so, ne? Lag da gerade seine Waffe auf dem Boden? Ja, dachte ich mir. Also, da liegt eine Mine direkt vor meiner Nase. Seh nix. Ich muss jetzt mal anhand der Kamera muss ich gerade den Charakter steuern. Mithilfe der Kamera meine ich, so rum. That's a 100% reward box collection rate. AR 218 MP. Was macht das Ding? Einfach nur mehr Schaden und mehr Munition, okay. MP steht für mehr Prügel. Ah ja. Kann ich jetzt die stärkere Granate kaufen? Oh, heilige Scheiße, die kostet aber einiges. Und kostet und macht gerade mal nur 25 Schaden? Die macht gerade mal nur 25 Schaden, 10 mehr als die 0815 Granate? Da bleibe ich ja lieber bei der 0815 Granate. Weil er taugt ja nicht einmal was, um beispielsweise einem Ronin oder hier so einem, Fium irgendwie umzuhauen. Und gut, okay, du hast die schwer verletzt. Ergo, jedes kleine bisschen extra Schaden, was dann jetzt kommt, wird die dann killen. Okay, klar. Aber trotzdem, das bisschen da mehr, was du da an Schaden hast, ist nicht unbedingt die, was sind das? Das ist 1200, das sind 400, das sind, ich kann gerade nicht rechnen. 800 Euro mehr, die ich zahlen soll für 10 Schaden? Ja, yeah, I don't know. Es kann zwar auf Dauer vielleicht keine verkehrte Idee sein, aber im Moment, ja, yeah, I don't know. Wie sieht mein Ruhm aus? Okay, 18 von 35 und naja, bin noch eine ganze Ecke entfernt von 40.000 Ruhm. Mir fehlen noch circa 13.050 Ruhm, damit ich da 40.000 habe, ein Star bin und bei Walker und King Trust Sponsor habe. Weil wie gesagt, ich glaube 10% mehr Geldprämien ist besser als halt
LP-Regenerierung während der Erkundung und 30% auf Waffen. Ja. Danach wäre, glaube ich... was ist das? Perception Labs wahrscheinlich nicht verkehrt. Erhalte 5% Trefferchance für alle Herausforderer. Und danach war, glaube ich, Tinker, ne? Genau, Tinker. Um eine 50%ige Chance zu haben, kostenlos nachzuladen. Und scheinbar brauche ich bei diesen hier noch nicht mal eine Voraussetzung, oder? Ich habe die Voraussetzung schon. Ha. Komisch. Naja, gut.